Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Finding Teddy. Ich habe es vor kurzem, also gestern, auf Steam gekauft, im Sale. Und Finding Teddy ist ein Indie-Titel und über Steam Greenlight erschienen. Und ich habe es ganz kurz angespielt und fand es dann so süß und niedlich, dass ich dachte, eigentlich passt es sehr gut zu mir. Und eigentlich auch ganz gut auf meinen Kanal. Es soll nicht so lang sein, aber das stört mich jetzt erstmal nicht. Und es ist ein Pixel-Art-Spiel. Und normal, also ganz, ganz früher war es bei mir so, dass solche Spiele mich gar nicht so doll interessiert haben. Aber irgendwann entdeckt man dann ja doch so eine kleine Leidenschaft für solche Spiele. Und irgendwann haben sie einen eigentlich einfach. Und dann kann man gar nicht mehr aufhören, sie zu spielen. Deswegen möchte ich euch gerne mit auf die Suche nach unserem Teddy nehmen. Ihr seht, ich habe schon einmal kurz angespielt, aber wir starten natürlich ein brandneues Spiel. Ich habe auch gar nicht so weit gespielt. Also ich glaube, ich bin 3 Schritte gegangen und habe mich dann schon dazu entschieden, ein Let's Play davon zu machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Euch schreckt die Pixelgrafik nicht ab. Und ich freue mich darauf, dieses Spiel mit euch zu spielen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Oh Gott, das erinnert mich wieder an meine Spinnenbegegnung. Und auch unsere kleine süße Protagonistin fragt sich, was passiert ist. Also, ich finde, es ist schon mal unglaublich süß gemacht. Ich kann mich ja auch immer über Kleinigkeiten freuen. Ich finde zum Beispiel das Bild total süß. Und sie, denn sie ist grau, warum auch immer sie grau ist und alles andere so bunt. Deswegen gehen wir einfach in den Schrank und suchen unseren Teddy. Oder finden. Suchen, finden. Ich möchte eindeutig meinen Teddy zurück. Finding Teddy. Ja, das ist natürlich der Weg durch den Schrank. Auch mein Kleiderschrank führt in so eine Welt. Wer kennt's nicht? Was mir auch aufgefallen ist und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass der Soundtrack auch sehr, er ist, glaube ich, recht minimalistisch, nach dem, was ich hören konnte. Aber ich finde ihn sehr schön. Er klingt so schön fröhlich und wenn wir rumklicken, erscheint dieser Kreis. Wir können nicht so viel mit unserer Welt interagieren, habe ich in der kurzen Zeit festgestellt. Ich weiß nicht, ob sich das noch verändert, aber bevor ich wieder in Wüstes herumklicken verfalle, gehen wir einfach mal hierher rüber. Oh, hallo? Wer bist du? Hallo? Was? Nein! Wie? Ja, okay. Das war's dann. Das heißt, wir sollten ihm besser nicht winken. Aber, Manno! Dann gehen wir schnell, bevor der Stein wieder auf die Idee kommt, uns zu essen. Wir haben zwar auch ein Inventar, aber da ist nicht viel drin. Wir können damit eigentlich nur, soweit ich weiß, Spielstände speichern und laden. Nehmen wir dich. Vielleicht hilfst du uns weiter. Aber, also, ich frage mich, warum wir so grau sind. Vielleicht sind wir ohne unseren Teddy ja unglücklich und deswegen so grau. Nanu? Eine sehr seltsame Welt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber deswegen nicht weniger schön, finde ich. Na gut, vielleicht können wir unseren Freund den Stein mit dieser Frucht bestechen. Vielleicht nimmt er dann... Aha.
Ah, so öffnet man also das Inventar. Los, nimm es, es ist das Opfer. Sehr schön. Ich finde schon jetzt, dass dieses Spiel ganz zauberhaft ist. Und ich habe die Befürchtung, dass ich es auch bestimmt noch 8-mal sagen werde. Übrigens ist es auch das erste Spiel, das ich spiele und das ich noch gar nicht kenne. Ich bin gespannt. Ich habe übrigens vergessen, auf die Uhr zu schauen. Nanu? Und keine Ahnung, wie spät es ist. Huch. Also wenn wir hier klicken, hört man einen anderen Ton. Das ist aber sehr schön. Können wir hier weiter? Ah, wir können hier lang. Nanu? Sieht aus wie eine Tonleiter. Mal schauen, wo wir überall lang können. Ich möchte doch eigentlich nur meinen Teddy haben. Oh! Huch! Nicht weiter... No, jetzt ist sie abgehauen. Ein Gewicht? Na, das macht ja auch einem kleinen Mädchen nichts aus. Einfach mal so ein Gewicht mit sich zu schleppen. Wir können uns nicht hinsetzen und ausruhen. Was auch immer das hier ist, ich weiß es nicht. Können wir das Gewicht anwenden damit? Oder wir stellen es hier ab? Nein. Also müssen wir schauen, wohin mit dem Gewicht. Wenn es ein Gewicht ist, ich bin mir gerade nicht so sicher. Und was ist mit dir? Du leuchtest einfach. Okay. Ich bin absolut ahnungslos. Jetzt erlebt ihr mich einmal, wenn ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Ich war zwar auch bei Botanicula ratlos, aber zum Teil wusste ich zumindest, was ich machen muss. Bist du traurig? Warum bist du traurig? Oh, jetzt bist du wütend. Wie sie uns immer alle töten. Das ist doch voll unhöflich. Oh, wir haben eine Errungenschaft. Wir sind monstert? Na, unhöflich ist das. Es ist unhöflich. Mit dem Gewicht vielleicht? Vielleicht... Oh. Nein, auch das Gewicht wird uns nicht weiterhelfen. Dann gehen wir schnell wieder, bevor uns wieder zermatscht. Dieser unhöfliche Typ. Oh, war das vorher auch schon da? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns einfach weiter um. Ah. Okay, das muss ich mir wahrscheinlich merken. Ich fürchte, so wird es sein. Aber wir schauen uns erstmal weiter um, bevor wir Mutmaßungen anstellen. Erstmal alles anschauen und dann verzweifeln. Nanu? Geht es hier weiter? Ich kann nur wüst rumklicken. Aber sonst geschieht nichts. Geht es hier weiter? Ah. Eine sehr große Welt. Ich fürchte, da kommen wir wohl nicht hin. Also weiter. Durch diese sehr seltsame Welt. Aber sie ist nicht weniger schön. Wenn ich dich anklicke, tust du mir doch bestimmt weh, oder? Huch. Oh nein. Huch! Das ist ja richtig brutal. Oh Gott, und was ist, wenn wir sie so anklicken? Tut sie uns dann auch? Ah, das gehört zusammen. Ja, aber es ist ja auch nicht nett, einer Blume einfach so den Kopf abzureißen. Wobei das auch, es ist schon ganz schön brutal. Aber
Mit diesem wunderschönen Bild einer Wespe, die Königin der Wespen, möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr auf der Suche nach dem Teddy dabei seid. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.